So, also bei Grand Prix Baku, schnelle Strecke. Wir gucken kurz rein, wie es Rennen aussieht. Das bleibt trocken. Das heißt, alle strategischen Sachen bleiben da. Setup haben wir wie folgt. Ups. Ja, so die Verteilung hier ungefähr. Das passt ganz gut. Ich blende es gerne nochmal ein. Autoteile haben wir schon getauscht. Gut, Kraftstoff nehmen wir mal ganz. Ja, brauchen wir eigentlich nicht viel mehr mitzunehmen. Gehen auf Überholen. Strategie bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir fahren 7 und 8 los, das ist ganz gut. Relativ schneller Kurs. Wir müssen schauen. Sind halt noch nicht so perfekt in unserem Aerodynamik-Sachen. So, also die sagen, am schnellsten ist man mit der Strategie. Und das so hinhaut. Lando geht von 7 rein. Halt fast die Frage, ob wir mal sowas hier riskieren wollen, ne? Mach mal nämlich auch mal. Lassen den Lando mal starten mit Soft, in der Hoffnung, dass der richtig schön Die nach vorne Fahrer geht. stellen sich bei blauem Himmel und Und Sonnenschein dann gucken wir auf. mal. Schöne Strecke im Grand Und Prix, da mittlerweile ja ist auch Lando schon. Norris. Ja, ich Vielleicht weiß gar nicht so nicht, nah an der Spitze wie vier oder erhofft, fünf Jahre aber wir dabei. wissen, dass sich die Position in den ersten paar. Los So, geht's schauen mit wir dem mal, was großen Preis von geht. Aserbaidschan. Besonders schön, der erste Martin hinten. Wow. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, gehen zum Lando. Der müsste jetzt natürlich ein bisschen was gut machen. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Tut es wieder schwer, an Hamilton vorbeizukommen. Das ist schade. Aber wir müssen jetzt vorbeikommen irgendwie. Sonst taugt das nicht. Jetzt haben wir ihn, hoffentlich. Außenrum, geniales Manöver, absolut Hammer. So, zwei Runden haben wir noch ohne DRS. McLaren macht eine Position gut. Russell hat auch Sainz überholt, das ist sehr gut. Aber wir bleiben mal bei Norris. Zweite Runde, so richtig lösen tun wir uns nicht. Ja, Ricciardo ist halt ein schweres. Achso, wir könnten mal gucken, was die anderen so fahren. Ach, die fahren auch soft. Okay, sind wir nicht die einzigsten? Ah, ist ganz okay. Drei vorne mit. Also ist alles ein bisschen gemischt. Das ist natürlich gut, wenn wir jetzt an Ricciardo vorbeikommen, weil der auch diese Strategie fährt. Jetzt sind wir schon der zweite hier mit. Mit Dings. Okay. DRS enabled. Das ist eine DRS. DRS, ich mag es halt nach wie vor nicht. Sollten aber in dem Train drin sein. Jetzt können wir eventuell an Perez vorbei. Das wäre natürlich noch geiler. So, haben wir es auch. Läuft ganz gut für Leclerc. Für Russell aber auch nicht schlecht. Der ist jetzt hier schon dran. Mal ganz ehrlich, Rennpace ist mal wieder richtig gut. So. Ah, warte mal. Ach, wir gehen schon auf Überholen. Hier gehen wir mal noch ein bisschen auf Druck. So, 6 und 3 sind wir, das ist schon mal gut. Haben wir ein bisschen mehr Verbrauch als Verstappen gehabt, aber ist nicht so schlimm. Die 1, 2 Runden holen wir uns. Haben ein bisschen Vorsprung auf
Perez ist gut. Hamilton. Ah, Russell, du bist so gut. Das ist schon geil. So, hier müssen wir uns aber auch ein bisschen weniger Power geben. Und dann sind wir eigentlich gut dabei im Reifenverschleiß, ne? Wir haben Runde 15 so ungefähr für das. Die Frage ist halt, ob wir mit Gelb durchfahren können und dass wir nur einen Stopp machen, aber müsste eigentlich gehen, weil wir die Strategie von Lando ist ja so. So, der hat jetzt ein bisschen abreißen lassen. Muss sich verteidigen. Wir sind jetzt halt vorne, das ist ein bisschen dumm, aber ist ja im Prinzip erstmal okay. Wir sind nicht schlecht dabei. Also ich finde, Russell hat hier eine absolut geile Möglichkeit, an den ganzen Leuten vorbeizuziehen eventuell. War ja vorne der Norris, das ein bisschen einbremst irgendwie, und dadurch müssten wir doch eigentlich schaffen, hier vorbeizukommen. Guck mal, der Norris, ah shit, jetzt ist das Perez vorbei am Norris, scheiße. Heißt aber auch wieder, dass jetzt schon der Peak ist, dass Red Bull ist weiter vorne. Guck mal, dass jetzt schon wieder der Peak ist. Wo der mittlere Reifen ungefähr schneller wird als 46,5 letzte Runde. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Ja, das gleiche Zeit, ne? Also sogar ist Russell tatsächlich ein bisschen schneller gewesen. Also ist dieser rote Reifen nicht so der schnelle Reifen. Norris muss auch abreißen lassen. So, wir sind aber der dritte Wagen mit Medium, mit Russell, ne? Und der zweite Wagen mit Soft, also. Ist schon krass, dass wir eigentlich in der 12. Runde rein sollen, das sehe ich noch nicht so. Sehe mich da eher drinne. Und auf den Zweistopp gehen. Also ich glaube nicht, dass wir mit harten Reifen durchkommen werden. Mit Norris, aber ja, schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. You can use overtake. Okay. Yeah, confirm. Ja, schauen wir mal. Dran sind wir wieder, sowohl hier als auch hier. Hier gehen wir es mal auf überholen. Ich will unbedingt an Hamilton vorbei. Der hat uns irgendwie gerade überholt. Das ist nicht so das, was ich wollte. Norris hat derweil die schnellste Runde. Das wiederum ist gut. Und wir holen hier gerade richtig gut auf Ricciardo. Das ist auch gut. Hamilton klebt uns trotzdem am Arsch, das ist doof. So, Perez kann uns nicht so wirklich abschütteln. Wir haben natürlich aber gerne auf Podiumkurs. Die Frage nach wie vor. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Gehen wir rein, wann gehen wir rein? Gehen wir rein. Safety kann natürlich immer eine Möglichkeit hier in Baku. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Russell wieder zurück, das geht jetzt halt hin und her, das ist wieder DRS. Perfekt. Cool ist auch, dass wir wirklich die schnellste Runde haben. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Zeigt aber wieder, dass wir wirklich eine gute Rennpace haben. Und schade, dass wir es hier nicht gemanagt bekommen haben. Gut ist, dass wir jetzt hier wieder ins Delta kommen. Ich hatte am Anfang ein bisschen gepusht.
mal ganz gut dabei. So. Den jetzt hier nochmal auf einsetzen. Und auf überholen. Ich würde schon gerne an Perez vorbei. Irgendwie noch. Leclerc hat vorne Verstappen überholt. Interessant. Spricht aber für die Theorie, dass die, dass die gelben Reifen jetzt wirklich ihren Peak haben, ne? Die Frage. Planmäßig wäre es 12. Runde ungefähr. Jetzt haben wir schon 0,7. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Overtake available if needed. Ich glaube nicht, dass wir mit den so durchkommen werden. Also wir werden jetzt hier nochmal pushen. Stay close. Gucken mal, was die Runde bringt an Zeit. Gehen aber nächste Runde rein, denke ich. Viel mehr als 30. Kann es eh nicht gehen. Oh nein. Sehen wir mal, was da passiert ist. Achtung, wir sehen uns Lando Norris an. Was macht er denn? Ja, was? Da passiert der Dreher. Wenn ich's. Das war ein herber Schlag für das Team. Es kann ihre Gesamtchancen wirklich. So, weiter geht's. Gelbe Flagge. Halt doof. Norris hat sich aber gefangen hier davor. Warte mal, gute Frage ist natürlich, ob man mal ganz kurz. Ricciardo ist da. Wir sind aber noch. Wir haben gar nicht so viel verloren. Der ist jetzt hier unten in der Links. Also das ist komisch. Die Frage ist, ob wir. Dadurch, dass die Runde ja jetzt wirklich scheiße war, holen wir den mal rein. Weil alles andere wird ja gar keinen richtigen Sinn. So. Es wäre natürlich cool, wenn wir an Hamilton vorbeikommen. Norris geht in die Box. Kommt auf 12. Ja, da kommt sowas von hinten raus. Aber die Entscheidung war gut. So, jetzt ist halt echt die Frage, was machen wir? Der wird nicht durchfallen mit dem. Lassen jetzt mal auf Standard, aber ich überlege halt, ob wir dann nochmal auf Soft oder auf Medium gehen. So, jetzt managen wir erstmal. Den Russell, der muss jetzt zwingend am Hamilton vorbei irgendwie. Das wäre schon ganz cool. Das Tappen wird wohl bald reinkommen. Der S ist auf und wir kommen gerade so ran, Alter. Die tun uns echt schwer hier. Alonso ist in der Box, okay. So, mein Komm, jetzt muss doch mal möglich sein, dass man hier vorbeikommt. Jetzt versuchen wir uns mal zu. Oh Gott, ist das eng. McLaren macht eine Position gut. Die Frage, ob wir hier wegkommen oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier groß wegkommen werden. Norris hat nach vorne Luft, ein bisschen. So, Hamilton müsste jetzt aber der es kriegen, während wir es natürlich nicht kriegen. Oh, Hamilton geht rein.
das macht jetzt nicht so wirklich Sinn eigentlich. Weil der hatte 10% mehr. Okay, jetzt müssen wir kurz beobachten, was der Hamilton sich für Reifen holt. Norris ist vorm Hamilton. Ja, wie geil ist das denn bitte? Da haben wir aber vieles richtig gemacht jetzt mit dem Boxenstopp vom Norris. So. Und jetzt gehen wir nochmal gucken, wie das hier läuft. Planmäßig gesehen, ich glaube noch nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt noch eine. Mal Sainz geht jetzt näher. Sainz ist hinter uns noch, okay. Könnten wir aber halten, das ist gut. Das Tappen ist in der Box, das ist interessant. So. Okay. Komm, 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 das will ich jetzt nicht haben. Ne? Gas, Junge. So, wir werden ihn reinholen. Und die Runde. McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Norris, elfter. Und davor, die haben alle Scheiß. So, okidoki, ab geht's. Wir gehen in die Box. Sainz bleibt draußen. Interessant. Ansonsten eine ganze Menge auch in der Box. Guter Stopp, möchte ich sagen. Ach, wir kommen hinter Hamilton raus. Das ist scheiße, ein bisschen. Und wir sind natürlich das genau, wie ich es liebe. Unsere beiden Autos sind ein wenig zusammen. Yeah. So, was machen wir? Wir versuchen, dass Russell an allen hier vorbeikommt. Vor allen Dingen an Hamilton. Scheiße, Mann. Oh, was für ein geiler Move. Leute, ist das geil. Oh Gott. McLaren ist gerade gut in Fahrt. Das war ja mal mega. Das war echt geil. So, Russell, davor ist Ricciardo. So, das ist alles gegessen. Leclerc und Sainz und Perez, die müssten ja jetzt mal irgendwann rein. Gucken wir mal zeitmäßig. 49,6, 49,7 ist ähnlich, ne? Also der Norris ist mit 49,7 gefahren jetzt. Russell war ja jetzt drin, der fährt jetzt seine erste Schnelle. Wow. Das ist eine richtig gute Runde gewesen. Okay. Und damit haben wir 2 Sekunden auf die vorne auf Gold, auf Sainz sogar 2,5. Das ist ja mal. Wie hat denn der das jetzt gemacht? Das ist eine das ist ein richtiges Überholmanöver hier. Okay. Looking good.
Weil das wird jetzt interessant, wenn Perez, Leclerc, Sainz reingehen. Was sie noch nicht tun, aber die haben jetzt eine 50er Zeit gefahren und wir fahren eine 48,6. Das heißt, 2 Sekunden wieder gut. Wieso schafft es Ricciardo uns zu überholen? Mercedes rückt um einen Platz vor. Das war jetzt nicht so. Aber wie geht denn das? Der fährt eine Sekunde langsamer als wir. Wir fahren 48,5 und der fährt eine 49,6 und überholt uns. Das haut nicht so ganz hin, Spiel. Das haut nicht ganz hin. Die gehen immer noch nicht in die Box. Das ist. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt 2 Zehntel verloren und das haut nicht hin. Irgendwas haut dann der Rundenanzeige nicht hin. So, 25,2. Also, ich denke aber, dass wir Sainz dort mal auf jeden Fall kriegen. Das. Also es wird interessant, was sie da vorne machen. Und die werden natürlich auf hart gehen und dann durchfahren. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden mit beiden reingehen. Nochmal, heißt aber auch, dass wir hier ein bisschen mehr aggressiv fahren können. Aber mal Lando lassen wir mal auf normal. So, Perez geht rein. Geht schon wieder raus. Schaffen wir es nicht an Perez vorbei? Da hätte ich jetzt eigentlich fest mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Oder war Perez jetzt, sind wir endlich mal am Dings vorbei, das ist gut. McLaren macht eine Position gut. So, wir müssen es jetzt halt schaffen, Intervall. Ricciardo muss diese Sekunde weg. Jetzt ist das DRS, muss weg, aber er schafft es halt dran zu bleiben mit DRS. Sainz geht rein, den müssen wir uns holen. Ja, haben wir. So, sehr gut, okay. Ist das ein Scheiß hier? Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. So. Leclerc muss noch rein und wir sind 18 Sekunden dahinter. Der geht jetzt rein. Das wird eng, aber es wäre, wird nicht ganz reichen. Obwohl, warte mal. Er steht, er geht jetzt raus. Ganz knapp reicht das nicht. Das ist natürlich scheiße. Da ist er. Boah, das ist ärgerlich. Gut, dann können wir aber auf jeden Fall einen Sprung machen. Okay, Russell ist natürlich, das ist so klar. So, Verstappen wird auch nochmal reingehen, nehme ich mal stark an. Also durchfahren. Na ja, gut, Norris könnte eventuell. Aber wieso kann er durchfahren? Die Linie, wir gucken mal. Ja, gerade so mit viel Schummel. Aber ich glaube nicht. Jetzt ist Norris auf einmal. Das ist halt das, was ich nicht verstehe.
coole ist. Das Leclerc scheinbar jetzt nicht so. 48,5, 48,2. Das heißt, wir sind von den ganzen Autos hier vorne. Ist Russell jetzt gerade die schnellste Zeit gefahren. Jetzt haben wir eine Sekunde verloren auf einmal. Keine, ey, leck mich doch immer. Naja. Also dieses Phänomen im Spiel. Geht's halt wieder hin und her. So, die Frage ist, mal gucken, wir hatten vorhin, haben die roten Reifen 12 Runden gehalten. Und damit war man eigentlich ziemlich schnell, heißt, in der 38. oder so, könnte man reingehen. Ich will jetzt echt mal überlegen, ob wir Norris durchfahren lassen. Leclerc ist gerade overall schnellste Runde gefahren. Müsste er sich eigen. Ja, hat er jetzt auch die schnellste Runde gefahren. Das ist natürlich doof. So, also so Runde 38 wäre eigentlich so ein Peak für Russell reinholen oder. Weil Russell wird. Oh, nein, nein, nein. Nice. Zweite Mal jetzt oder was? Es ist doch nicht normal. Yeah. Okay, understood. Ah, das ist doch. Fuck, ey. So, Safety Car. Are you okay? Are you okay? So. Naja. Wir haben zu fahren noch 16 Runden, das heißt Boxenstopp, wir holen das frische Medium. Die Frage ist natürlich, wie lange ist er? Und wir sind die einzigen, die reingegangen sind. Das ist gut. Weil jetzt haben wir die absolut schnellsten Reifen und sind in dem verdammt geilen Delta drin. Okay. Ich hätte jetzt vielleicht wagen sollen, auf die Soften zu gehen. Weil bestimmt ein, zwei. Na ja, gut, okay. Expect the safety car will come in at the end of the next lap. Yeah. So, los geht's. Platz 7. Da ist er auch losgefahren, der Russell. Wir müssten jetzt aber eigentlich gut vorbeikommen. Schauen wir mal. So, come on. Okay, Sainz kriegen wir. Hamilton sollten wir jetzt eigentlich auch kriegen.
Ah, tun wir uns wieder schwer, ist klar. Ja, aber warum hat Norris zweimal sich gedreht? Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Nochmal geil. Oh, yes. So, Platz 4. Das wird auf jeden Fall ein Podium-Finish. Und ich denke aber auch, dass wir in der Lage sein sollten, A, die schnellste Runde noch zu holen und B, Podium und Sieg. Absolut möglich. Also, da sind wir hier gut mit dabei. Oha. Auf jeden Fall overall best. Purple Sektor, das ist gut. Gucken, was der zweite sagt. Ich glaube, wir sind jetzt viel aufgehalten worden hier, aber. Just yellow, that's not so good. Wir haben kein DRS. DRS enabled. Achso, jetzt ist das DRS, okay, alles klar. So, wir gehen jetzt nochmal auf Angreifen. Weil wir müssen jetzt pushen, wir müssen jetzt hier vorbei. Sehr geil. Podium. So, ja. So, DRS müssten wir haben. Komm, geh grün. Jetzt haben wir's. Leclerc hat's natürlich auch erst tappen. Wir müssen jetzt aber auch wieder auf die Reifen aufpassen, dass wir hier nicht zu viel rausballern. Gut ist jetzt, Perez dürfte eigentlich noch kein DRS haben, weil er ja gerade noch Erster war. Und der Detection Point kommt erst da ist. Wenn wir Glück haben, sollten wir doch eigentlich Perez schnupfen. Wir kommen aber hier auch dumm raus, ja. Er fährt hier irgendwie. So. Perez hat auch DRS, okay. So, hier ist unsere Chance. Ne? Hier kommen wir gut vorbei. Sehr geil. Yes, 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 yes. So, jetzt einsetzen, Junge, komm. Jetzt ist es halt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier eine Sekunde hinzukriegen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Pushen jetzt hier nochmal. 19. 1,1, yes, wir sind aus. Jetzt, oh nein, komm. Es wäre so wichtig, aber wir haben es natürlich nicht hinbekommen. Es hat Perez DRS, dann wird er natürlich gleich mindestens vorbeikommen. So, gehen wir hier auf Verteidigen, das hilft ja alles nichts. Und jetzt hier auf Standard. Eigentlich ist das jetzt hier unser Land. Ja. Oh. Das wären auf jeden Fall noch harte Runden, Leute, das sage ich euch. Mit der schnellsten Runde hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Verstehe ich aber auch nicht. Hamilton hatte scheinbar am hinten dann doch mal welche irgendwie. Oder haben die jetzt alle gerade? Ich habe das irgendwie verpeilt, aber. Na doch, die müssen jetzt nochmal
nach dem Safety Car reingegangen sein, ne? Weil. Ich hasse es. Ja, Spannung pur. Wer es noch nicht gemacht hat, macht bitte mal den Daumen hoch. Würde mich echt freuen. Es gucken so viele Leute an und so wenig Likes. Aber wenn ihr es bis hier geschafft habt, scheint es euch jetzt zu gefallen, dann macht doch bitte den Like nach oben. Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen und hilft mir ungemein. Und wenn ihr weiter informiert werden wollt, was wir hier so machen, gerne auch die Glocke. Glock. Ja, aber prinzipiell Aserbaidschan Grand Prix, scheinbar hat er sich gelohnt. Es ist halt super. Ich müsste hier versuchen wegzukommen, aber ehrlich gesagt, ich traue mich noch nicht so ganz. Aber das ist halt die Scheiße mit dem DRS, ne? Ohne DRS wären wir hier ganz easy vorne weg. Hat die Frage, ob wir versuchen hier aufzubauen. Boah, jetzt haben wir aber hier ein Fenster. Ich mache jetzt mal einsetzen. Use the overtake button. Weil das ist gerade geil. 1.2, 1.3, 1.4. Wir sind jetzt gleich auf der schnellen Gerade und Perez ist richtig weit weg. So, heißt jetzt ist es so, dass wir keinen Gegner mit DRS hinter uns haben. Jetzt müssen wir endlich mal in der Lage sein, das hier ein bisschen auszubauen. Jetzt kommt eigentlich unsere Hauptphase hier. Machen wir richtig Zeit gut. Kurven halt, ne? Nach wie vor haben wir ein Auto mit sehr guten Downforce in langsamen, mittleren Kurven. Highspeed ist nicht so unseres. 6 Runden noch. Wir müssten hinkommen mit dem, mit dem Reifenset. Ja, sind gut dabei hinter uns. Perez und so sollte passen. Intervall 1,7, also das geht auf. So, haben wir jetzt hier nochmal 3 Zehntel rausgeholt. Das ist also okay. Kommt hier auch gar nicht mehr ran, weil er sich mehr verteidigen muss. 1,8, 1,9. Also bauen das hier sukzessive aus. Jetzt ist Leclerc an Perez vorbei, was an sich gut sein kann. Weil die sich ja noch ein bisschen behacken und Leclerc, glaube ich, gar nicht so die Rolle spielt in der Wärme. Habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 4 Wochen, glaube ich, gar nicht gefahren. Manager. Einfach gut zu tun. Wirtschaftlich läuft es gerade ganz gut bei uns. Also arbeitsmäßig, gut zu tun. Deswegen nicht so viel Zeit. So, 1,6, okay. Kommt hier etwa der Leclerc nochmal ran? Haupt, ah, ist so schön der Ferrari, ne? Aber auch der reelle Ferrari, 2 Rennen gefahren jetzt in der WM, Alter, was ist mit Ferrari los? Es ist doch nicht nochmal 2 Motoren durch, alle Batterien durch, eine Strecke, wo die sagen, wow, wir sind gut, und dann kommen die auf 7 und 8 oder so rein, also boah. Vom Mercedes geschlagen und die selber sagen, wir haben dem so eine Krücke gebaut, wir bauen lieber nochmal ein neues Auto, also Ferrari ganz schlechte Leistung in echt dieses Jahr. Das gefällt mir noch gar nicht so, aber das gefällt mir umso besser hier. Also durch sind wir hier lange noch nicht, aber wieso ist denn eigentlich der Sprit im Rot um das 8,7,7? Warum ist das rot? Wir sind doch eigentlich safe. 1,3, Alter, wieso kommt denn der jetzt ran? Das Auto hat sich gedreht, Sektor. Wow. Es gab einen Unfall. Klingt nach nur einem Wagen. Schade, kein Safety Car, das ist schlecht. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der Leclerc. Ja. Er kommt ins DRS. Oder? Nee, Gott sei Dank hat er. Doch, er hat er.
laps to go. Three laps. Ach ja, warte mal, wir gehen mal auf Verteidigen. Ganz wichtig. You can defend against that. Oh Gott, noch zwei Runden. So, ab durch die Altstadt hier. Flup, 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 flup. Ist schon eine geile Strecke. Also Baku, muss ich erst sagen, mag ich sehr. Fahren jetzt nicht unbedingt, aber... So, lange gerade und der ist jetzt. Müssen wir uns verteidigen. Ich bin nicht sicher, ob wir das überstehen hier. Also Sieg kann nochmal eng werden, aber er macht das sehr gut. Bleibt innen. Geh rein. Nicht verteidigen. Jo. Jetzt hier sind wir eigentlich safe. Da sind wir deutlich schneller. Das wird eine ganz, ganz heiße letzte Runde. Alter. Krass, wie Verstappen und Perez abledern. Also sag mal, Podium haben wir definitiv, ne? Zweiter Platz sollte eigentlich sicher sein. Ich will aber natürlich den Sieg, der ist auch wichtig. Für mich als Teamchef. Wir sollen ja dieses Jahr die zweite Position holen, was mit dem... Start, ihr habt das ja gesehen, die ersten 4-5 Rennen waren nicht so gut. Oh Gott. So, auf in die letzte Runde. Die lange gerade. Dann gleich DRS. Gucken, geht er vorbei, geht er nicht vorbei? Ich hoffe nicht. Jetzt hat er. Er macht es wieder ein bisschen dumm, dass er nicht reingeht. Das ist gut für mich. Und jetzt sind wir eigentlich durch. Hier sind wir halt Gott sei Dank schneller. Er hat jetzt hier nochmal DRS. Kommt da nicht vorbei. Und damit müssen wir es eigentlich haben, weil in den engen Kurven haben wir einen Vorteil. Da sollte er nicht mehr rankommen. Gut, da haben wir natürlich noch DRS gerade, ne? So, einmal gerade. Und einmal DRS. Alter, das wird so beschissen eng. Oh Gott, wir haben's, alter Falter. Puh. Boah, das ist zu viel für mein Herz. Eieiei. So, erster Sieg auf Russell bei uns. Geile Performance. Geile Taktik, geiles Rennen. Ich habe eine großgrößer Grand Prix Trophäe, was auch immer. Und George Russell erfüllt heute die britischen Motorsportherzen mit Stolz. Schön. Georges erster Sieg quasi. Das ist ein wunderschöner Anblick auf dem Podium und eine wahre Krönung für alle Beteiligten. Und in diesem Moment nimmt ein britischer Fahrer voller Stolz seinen Platz auf dem Podium ein. Schön. Gut, hat sich das gelohnt. Ne? Wir haben ja ein bisschen auch in dieses Highspeed gemacht. Wir haben mal ein bisschen ausbauen noch. Also wir haben ja glaube ich noch ein paar. Aber hier sehen wir die drei Fahrer mit der größten Punkte. Schauen wir uns mal ganz den Spaß mal an. 7, also von 8 auf 1. Das ist schon heftig. Schade, ist wirklich der Ausfall. Letzte Runde ist relativ egal. Wir holen hier ganz schön auf. Jetzt ist es hier super eng. Konstrukteure. Ja, holen halt sukzessive auf. Ein Entwicklungspunkt für beide. Gut ist 4 Millionen gemacht. Das ist gut. Wir müssen nämlich, glaube ich, auch ein bisschen renovieren. So, wir gucken mal ganz kurz. Auto. Ah, hier ist erstmal irgendwas kaputt. Heckflügel brauchen wir ein, Tatsache.
Bauen wir gleich mal zwei. So, das sollte passen. So, Auto, Teilentwicklung. Aktuelle Projekte. Wir haben Chassis im Bau. Also im Entwurf. Unterboden. Heckflügel ist im Bau. Seitenkästenentwurf und Entwurfaufhängung. Also sind wir da schon mal ganz gut dabei. Kommt noch ganz schön viel Nachschub. Ne? So, jetzt gucken wir noch mal schnell, was uns hier so gesagt wird. Also bei der Gruppe, ja, das läuft gut. Glückwunsch hier. Vorstand. Immens steigern, okay. Der Trophäenraum ist nämlich ein scheiß Zustand. Modernisieren. Er hat schon seine maximale Nähe. Er hat ja nichts, wenn er in schlechten Zustand ist. Müssen wir ihn wohl modernisieren. Besucherzentrum wird noch ausgebaut. Das Station ist auch nicht so geil. So, ansonsten haben wir nämlich ganz gut ausgebaut hier. Bei den Dingern und Fabrik ist nach wie vor in der Meinung, also haben wir jetzt Windkanal, könnten wir eigentlich mal noch ausbauen irgendwann. Aufhängung, Autoteile, Testzentrum, was macht der? Auch nicht so schlecht. Aufhängungssimulator ist auch nicht so dumm. Bauen wir den halt mal aus, ne? Gut. Naja, das war's dann erstmal für heute. Wie gesagt, gerne folgen und sowas. Und dann passt das doch ganz gut.